Wir sind in Bergen. Herrlich, gerade zurück in den Bus. Wir waren auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Herzlich willkommen in die neue Woche. Übrigens erstmal. Wir haben den letzten Vlog beendet und gesagt, wir gehen auf Spatzsuche. Es windet. Wir haben einen gefunden. Wir waren draußen. Ja, warte, ich zeig's kurz. Da waren wir draußen. Es sieht jetzt dunkel aus. Die Scheibe ist auch wieder was nass, ja. Ja, wir waren Wingen. Ich würde mal sagen, wir waren draußen. Ja, wir waren draußen, aber so semi-erfolgreich, ne? Das Beste an der Session, muss ich sagen, dass ich wieder frisch geduscht bin. Anders hätte ich nie geduscht. Aber wenn man eh im Neo steht und schon nass ist, dann geht's. Weil genau. Es hat nur 12 Grad draußen, der Wind ist eisig, ja. Es ist echt kalt. Es ist wie manchmal eine Wintersession in Holland oder so gefühlt. Trotzdem geduscht. Dann lasse ich mir den Anzug noch komplett an zum Haare waschen, dann ist da noch warm, ich stand aus dem Wind hinterm Bus, dann die Haare gemacht und dann muss man sich kurz überwinden, dann ziehe ich den halb runter und dann kann ich oben rum und hier so kurz mit der Seife und dann schnell abspülen. Ja. Gut, man sieht mich jetzt besser wieder vor. Man sieht es an deine Haare auch, die haben so eine schöne Scheidung. Oder wie sagt man das? Scheite. Ja? So ein Linie. Die Linie. Scheitel. Ja. Und sie sind wieder fluffig. Sehr gut. Also so kann die Woche starten. Und frische Kleidung. Und jetzt gibt's Kaffee und süße Stückle, ne? Haben wir gestern gekauft. Ein süßes Stückle. Ein bisschen eklig aus in der Tüte. Ja, aber wir lassen uns schmecken. Famos. In die neue Woche. You've got me questioning my position. Am I just filling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all another Rolls Royce? Dresses and lace. So, good start in the new week.
Yay, ich bin wieder von dem Wasser. Wir stehen in der City bei Hagesund, sieht man da. Es ist nicht super schön so vom ersten Blick, also die Fjorden und so sind schöner. Aber der Wind ist ganz nett hier. Wir haben so einen schönen Deich, wo wir direkt am Hafele geparkt stehen. Und dann kann alles schön trocknen. Und Kate konnte mich von hier schön filmen. Haben wir schon einige Videos wieder gedreht für das Winguru-Kanal. Wie hat's geklappt mit dem Drohne? Ich hoffe, dass was dabei ist, muss ich sagen. Wieso? Ist bestimmt was dabei, oder? Ich bin ja nicht so der beste Drohnenpilot. Ich verliere dich manchmal. Dann habe ich was vor, so will ich es machen und dann bist du plötzlich aus dem Bild und dann finde ich dich nicht mehr. Ah ja, Übung macht der Meister und... Ja, und fahren ab und zu Boote vorbei, da war ich noch beschäftigt, auch zu gucken, dass jetzt gerade kein Segelboot oder so kommt. Ja. Dass die Drohne vom Einmal Boot kam ein riesiger Tanker vorbei, ne? Ja. Der hat genau die gleiche Farbe gehabt wie hier mein Wing. Das sieht bestimmt cool aus. Nein, der hatte schon eine andere Farbe, oder? Der war viel... Der war blau. Wir blenden das Bild mal ein, hier. Also, so sieht's aus. Ja, nee, sehr schön und ist bestimmt was Schönes dabei. Ich habe die auf jeden Fall mit der Drohne vorbeiflitzen sehen. Bin gespannt nach die Bilder. Aber jetzt erst Kaffee mal wieder. Kaffee, Kaffee und ein bisschen in der Sonne sitzen. Das tut echt mal gut. Und es trocknet alles wieder. Von gestern alles war nass. Alle nehmen's. Ja, herrlich. Nicht die Bergen, sondern die Stadt Bergen. Die Stadt Bergen, ja. Wir sind sogar was sommerlich angezogen. Heute ist herrlich. Also für uns herrlich. 18 Grad. Ja. Sonnig. Ja, sind gespannt, was Bergen zu bieten hat. Wie klappt der Überfahrt? Entspannt. Windig, ne? Windig, ja. Ja. Aber traumhafte Landschaft. Ja, nicht, schön. Nicht mehr weit und dann sind wir da. Ja. Und man sieht die Schneeberge im Hintergrund. Weitergehen. Ja, wir sind süß aus dem Becken. Die Sonne ist herrlich. Richtig warm, ne? Ja, es ist richtig angenehm. Es ist echt der Fahrtwind. Hey, schau, wir können schon fast. Hö, das geht so hoch. Verrückt. Wir sind in Bergen. Und ich weiß. Ich weiß, warum es Bergen heißt. Wir gehen direkt mal den Berg hoch vom Hafen aus. Aber wenn es gut ist, Kate, müssen wir dann hier direkt Blick auf dem Fjord sozusagen haben. Ich bin gespannt, ja? Ja, schauen wir uns das mal an, hä? How
come the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of I wonder sky sometimes hides behind the clouds maybe it's just like me a little bit scared of heights why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside it really makes me wonder yeah it makes me wonder hey Kate was machst du da Das typische Bild von Bergen machst du? Vermutlich, ja. Zumindest habe ich, weil ich bei Google Bergen eingegeben habe und auf Bilder, dann kam immer dieser Blick. Aber auch ganz viel mit Schnee im Hintergrund. Das sah schon auch cool aus. Komm, dann machen wir auch ein Bild so in den Perspektiven. Das ist das Schöne. Und oh, die Sonne tut ja. Wirklich gut. Also, schöner wie richtige Schnee. Moment hier zu sein. Schön im Sonne. Herrlich, jetzt schauen wir mal. Lass uns im Start gut gehen. Vielleicht in der. Eis vielleicht sogar, habe ich mal Bock drauf. Was jetzt wo es Wetter zulässt auch endlich. Stimmt. Ja. Okay. Vamos. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Welcome to the future. So kommt's mir vor. Ja. Reisverkehr im Tunnel einfach. Ja, aber das zumindest schön beleuchtet. Ja, aber der Rest war bisher so dunkel, ja. Dass es echt schlechte Augen hat. Ganz ungefährlich. Der ist übrigens fast 8 Kilometer lang, der Tunnel. Ja, der hat schon ordentlich Strecke durch den Berg hier. Ja. Den Kreisverkehr verlassen. Haben wir schon gemacht. Danke, Google. Wir haben ein Plätzchen für die Nacht gefunden. Schau, wie traumhaft es aussieht. Direkt am Fjord. Halt eben auch direkt an den Straßen, aber ist uns jetzt egal, weil man schaut einfach da, wo es schön ist. Und geht auch oft nicht anders hier. Deine Küche ist. Es geht auch oft nicht anders, ne, das stimmt. Und deine Küche ist schon richtig, richtig schön. Das Einzige ist. Ich benutze den Koffer auch wirklich outdoor jetzt, ne? Ja, du benutzt ihn wirklich outdoor. Aber schau, was für eine Katastrophe, der Pasta soll im Wasser sein. Ja, du wolltest, dass ich
fast ein Kilogramm. Nee, ich glaube 750 Gramm waren es noch. Ich sage, ich soll direkt alle abkochen, aber der Topf war nur halb voll mit Wasser. Ja. Ja, ich dachte, es geht, aber irgendwie... Ist doch zu wenig heute. Ist jetzt alles irgendwie mit Wasser bedeckt. Oh. Aber oben sind sie schon fertig und oben können sie gerade ins Wasser gehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, das aber ist... Aber wenn man Gasspanne will, kocht man direkt mehr ab, dass wir morgen nicht abkochen müssen, dass man morgen nur eine Soße machen muss. Weil wir haben heute einen Rest gehabt. Ja. Hat nicht gereicht, jetzt dachten wir erstmal noch ein bisschen Nudeln mit Pesto. Ja, so sieht es dann aus. So sieht es dann aus, ne? Ja. Okay, na, dann versuchen wir mal und dann gute Nacht, guten Abend. Bis zum nächsten. Ja. Ciao. Wir sind dabei, unsere Runde im Berg zu drehen. Ich habe das noch nie gesehen. So im Tunnel geht man einfach so, keine Ahnung. Ich habe sich irgendwie einen Weg gesucht durch den Berg. Ja. Schön sieht es aus. Also auf jeden Fall schön gezeichnet. Und da sind wir wieder. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, waren wir viel unterwegs, haben einige Eindrücke gemacht, aber währenddessen eigentlich wenig gefilmt letzte Tagen. Ja. Obwohl viel passiert ist. Ja, letztes Mal habt ihr uns noch in Norwegen gesehen. Da sind wir in diesem Gebirge, da ist die Drohne gestartet. Ja. Das sah verrückt aus.
Ich glaube, im Winter liegt da richtig viel Schnee. Da waren überall seitlich solche Holzpfosten mit so Abmessungen und so. Sah mega schön aus. Und wir sind da gefahren, weil wir kurzerhand entschlossen haben, wir gehen nach Schweden. Ja. Weil die Wettervorhersage für gerade die Westküste oberhalb von Bergen, das war eigentlich der Plan, dass wir nach Bergen noch weiter die Westküste hochgehen. Wettervorhersage war aber 10 Grad. Ja, also 10 bis 13 Grad. Viel Regen, ja. Und das Wasser auch nur 12 Grad, also auch eiskalt. Das hat auch nicht so Spaß gemacht, auf dem Wasser zu sein. Man wollte eigentlich am liebsten nicht reinfallen, ja. Aber dann kann man auch nichts üben. Und man kann natürlich sagen, ey, da gehen wir doch wandern oder weiß was, aber haben wir einfach nicht so Bock drauf. Wir sind einfach Wassersportler und... Und vor allem, weil wir jetzt das Ding mit dem Wingen, mit dem Wingenruh starten, müssen wir halt auch... Oder wollen wir viel filmen und Videos machen. Und aufs Wasser kommen, ja. Genau. Ja. Deshalb sind wir von Bergen runtergefahren, so nach Oslo. Ja. Also nicht ganz Oslo, aber da in diesen Oslofjord. Und da so nach Schweden rein. Und hier hat es 18 Grad, Sonne, das Wasser hat 18 Grad. Herrlich. Herrlich. Wir sind jetzt schon 2-3 Tage da. Ja, 3-4. Und einfach so im Boardshorts. Gefällt uns auch so gut hier landschaftlich. Das auch, ja. Und so im Bus leben mit wärmerem Wetter ist einfach deutlich angenehmer. Genau. Muss ich sagen. Also, so sieht's aus. Wir sind jetzt kurz oberhalb von Göteborg und werden jetzt die Westküste von Schweden langsam nach unten fahren. Los geht's. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja. Tach, tach. Doi, doi.